Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Riven, Sequel to Mist. Ja, wir haben ja das letzte Mal hier aufgehört. Und man möge meine Stimme verzeihen, aber ich bin ein bisschen krank. Und ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Das scheint hier eine Sackgasse zu sein. Wir haben ja unten jetzt da irgendwie so ein, ja, so ein Ritualkreis geschlossen. Das scheint auch noch irgendeine Bedeutung zu haben hier. Aber da werden wir uns dann mal bei Zeiten drum kümmern. Jetzt muss ich aber, glaube ich, erstmal wieder nach unten. Da diesen Ritualkreis mir anzugucken. Gut, hier waren wir auch schon. Da haben wir dieses formschöne Götterstatue oder was es immer auch sein soll. Oh. Okay. 50-50 Chancen, ne? Rechts oder links. Ich glaube, da war die Richtung war nicht gerade vorteilhaft. Aber wieder zurück. Ja, hier. Das Kind muss quasi eigentlich aus dem Dorf gekommen sein. Ich glaube, wenn ich hier lang gehe, komme ich nämlich genau da oben drauf. Also ab ins Dorf. So. Wieder mal eine Wasserwelt, hervorragend. Oh, was ist das? Nein, doch nicht, nur ein Stein. Dachte schon, da wäre wieder irgendwas Wichtiges. So. Und da hinten spielt das Kind, oder? Was ist das? Ja, ist dasselbe Kind von gerade eben auch. Ja, ich kann auch verstehen, dass die Eingeborenen hier etwas Angst haben vor Fremden. Okay, dann gucken wir uns das mal an hier. Da habe ich ja diesen Kreis, den inneren Kreis aufgefahren. Und ja, das finde ich natürlich auch eine sehr interessante Geschichte hier. Hier gibt es. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Instabilität zusammenhängt, aber hier gibt es Löcher im Wasser. Auch eine ziemlich coole Nummer eigentlich. Oder wollen wir uns zuerst mal die Löcher angucken? Na, komm, oder? Oder? Ja, komm, gucken wir uns mal diese Löcher im Wasser an, bevor wir hier die Stadt erkundschaften. So. Kann ich einfach dran machen? Ne, kann ich nicht. Aber das scheinen mir wieder Zahlen zu sein. Zahlen oder so ähnlich. Oder muss ich da jetzt runter? Ne, ich muss da runter, ist auch nicht. Scheint, kann ich da aber nicht runterklettern. Oder bin ich zu doof dafür? Da ist doch so ein Steg nach unten. Genau. Das wird wahrscheinlich noch abgeschlossen sein. Na gut, dann zuerst mal in das Dorf. Und nach oben bitte. Gut.
Da ist auch wieder irgendwas. Ja, da haben wir wieder diese Löcher. Ich finde ich total klasse. Und so wie das aussieht, ist da unten auch sowas ähnliches wie eine Bahn wieder. Wenn ich das mal so deuten soll. Oder schauen wir mal. Okay, hier komme ich nicht dran. Ah, das scheint wohl so eine Art Brücke zu sein, dass die, ja, dass sie sich quasi abkapseln können gegenüber Fremden. Ich glaube nicht, dass mir da einer aufmachen wird. Ja, dann denke ich mal, müssen wir hier weiter. Bringt da alles nichts, aber das, was das, ach, das wird diese, ja, diese Maschine wahrscheinlich sein für den, für die untere Bahn. Hier ist aber auch nichts. Ja. Aber mal gucken, was haben wir denn hier Schönes. Mal irgendeinen Tee. Das kann ich auch nicht anklicken. Scheint so Trommeln zu sein. Und ein bisschen Feuer, wo ich wahrscheinlich auch wieder irgendwas tun muss. Oh, das ist halt einfach nur Deko. Kann ja auch durchaus sein. So, dann schauen wir uns das mal an. Fahren wir mal ein bisschen U-Boot. Wahrscheinlich drücken wieder. Oder? Hebel? Kein Hebel? Nein. Okay, das geht also nicht. Die Maschine ist nicht funktionstüchtig. Wäre eine Idee. Kann ich auch wieder hochfahren? Ja, okay. Rauf und runter fahren kann man das. Den habe ich mir noch gar nicht auf. Ja. Also Atros Vater hat hier oder. Ja, es kann natürlich auch sein, dass die, dass das ein Göttersymbol der Eingeborenen sind. Und Atros sein Vater nicht unbedingt die Finger drin hat. So, fahren wir die Bude hier mal nach unten. So, jetzt, da komme ich wahrscheinlich dann nur hin über diese Unterseebahn. Wobei ich nicht, noch nicht, oh, okay, da kann ich auch herumgucken. Wobei ich natürlich noch nicht weiß, was dieser Ofen hier zu suchen hat. Lassen wir die mal stehen. Und, oh, was war das, ein Fisch? Ah, da ist nix. Komme ich aber auch nicht hin. Oh. Recht scheu. Das sind so fliegende Fische oder hat recht scheu die. Ja gut, sie sind ja auch nur Teil einer Geschichte, die Eingeborenen, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Wie das ausgesehen hat, kann ich glaube ich da auch runter. Ne, das ist die Hauptleiter. Okay. Hier passiert gar nichts. Da kann ich nicht rüber. Da ist mir auch der Weg versperrt. Also heißt das für mich wieder nach unten. Gut, die Maschine steht es da. Und weiter nach unten. Wie komme ich denn auf die andere Seite?
Komme ich da echt nur über die... Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig. Da komme ich echt nur so hin. Oder muss ich die erst hier anfordern? Das wäre natürlich... Oh, hallo Kater. Interessant, aber wie fordere ich die an? Hier war ich ja gerade schon hochgekommen. Oh, was haben wir denn da? Oh, wenn ich das sehen könnte. Machen wir mal einfach mal einen Screenshot. Der nicht geht. Toll. So, was haben wir denn hier? Okay. Wenn mein werter Herr Kater nicht dauernd vor meinem Monitor rumlaufen würde, könnte ich auch noch ein bisschen was spielen hier. So, also von da gab es nichts Interessantes. Vielleicht aber komme ich... Ah ne, hier ist... Oh, da war ich da schon drin. Ach so, hier ist die... Ja, hier ist die Bahn. Da war ich, glaube ich, auch runtergegangen schon. Da kamen wir ja richtig zu den beiden urzeitlichen Wesen. Und ansonsten... Da gab es hier noch einen Weg zum... Ah, doch, da gibt's... Ah, aha. Richtig, der zweite. Der zweite Weg hier. Runter und... Was haben wir denn hier jetzt noch? Ja, das ist auf jeden Fall irgendein Fliegevieh. Muss ich natürlich nochmal gucken, dass ich mir das aufschreibe. Wieder vollkommen unvorbereitet. So. Und weil das Ganze schön war, nochmal... Fliege. So, das scheint ein Sandkasten oder so zu sein. Aha. Gut, einfach mal irgendwo drauf drücken. Jetzt nochmal drauf drücken und dann mehr Wasser. Nee. Oh, da haben wir, oh Gott, da haben wir halt diesen Ofen, aber was soll dieses? Das ist einfach nur Deko, kann natürlich auch sein. So, dann hier weiter runter und dann wahrscheinlich zu dem U-Boot-Fahrgerät. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch funktioniert. Oh, scheint zu fahren. Das ist cool. Jetzt kann ich mir wohl... Okay, das ist vorwärts, glaube ich, rückwärts, oder? Okay. Und was macht jetzt dieser... Ist das für Weichenstellung, oder? Mal ausprobieren.
das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe keine Ahnung, was dieser mittlere Schieber zu bedeuten hat. Scheint wirklich so eine Art also wenn ich den Schieber jetzt so stehen lasse, müsste ich ja theoretisch jetzt nach rechts fahren. Tue ich auch. So, jetzt bin ich wohl. Mal schauen, wo wir rausgekommen sind. Ah, das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Ah, nee, natürlich nicht. Aber wir sind jetzt. Irgendwo. Oh. Ja, klasse. Okay, damit habe ich einen Überblick über die ganze Geschichte, aber. Auch mit irgendwelchen Hebeln. Von ich noch nicht weiß, was sie eigentlich bewirken, außer natürlich, dass es wirklich so eine. Wenn das. Nein, das kann nicht die Weichensteller sein. Also wir hätten da vorne gerade abbiegen müssen. Um zu dem komischen Stern hier zu gelangen. Ja. Aber ich denke mal, das wird für heute gewesen sein. Meine Stimme gibt mich schon wieder auf. Ich habe ja, die letzten Tage etwas von Halsschmerzen gelitten. Karneval hat da dementsprechend nicht sonderlich zu beigetragen zu meiner Genesung. Und ja gut, dann hoffe ich, hat es trotzdem gefallen. Und nächste Woche, denke ich mal, wird ein bisschen länger werden. Mache ich mal ein bisschen länger die Folge, um das hier ein bisschen auszugleichen. Ansonsten danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal.